Hallo, meine lieben Ananäschen, und willkommen zurück zu Swedamoris Schulleben, Episode 30. Wir starten in den dritten Teil dieser Episode quasi und sind gerade auf dem Weg in die Turnhalle, um dort Stühle für den Keller zu holen, weil das, Kunstobjekt der Videogruppe vorgestellt werden soll. Und dafür müssen wir uns natürlich setzen können, damit man auch was sieht wahrscheinlich. Und waren gerade auf dem Weg dahin und Iris hat uns mehr oder weniger gestoppt. Hast du gehört, was im Keller passiert ist? Ein bisschen, ja. Ich empfinde diese Debatte als unfruchtbar. Viel Lärm um nichts. Ich habe ihn mit großen Augen angesehen. Ernsthaft? Wie kannst du in deinem Alter nur schon so reif sein? Das fühlt sich so falsch an. Jetzt, wo man weiß, dass er bald erwachsen ist. Keine Ahnung, naja. Oder wie meinst du das? Um nichts. Oder, das finde ich nicht, jede Meinung kann diskutiert werden. Ich denke wirklich, dass man jede Meinung diskutieren kann. Aber wozu sollte das dienen? Die Fotos sind geschossen, entwickelt und ausgestellt. Es ist unmöglich, die Uhr zurückzudrehen. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass man so tun muss, als sei nichts passiert. Mir gefällt, wie du deine Sichtweise zu verteidigen weißt. Was für ein Kind. Es ist unglaublich. So, wir sollten gehen und mit den Schülern helfen. Ja, lass uns gehen. Mit den Stühlen helfen, nicht mit den Schülern. In der Turnhalle treiben sich so allerhand Leute herum. Und irgendwo in dieser Meute versteckt sich Laeti und Daeik? Laeti kommt echt gut ohne mich zurecht. Sie scheinen sich gut zu unterhalten. Und ich habe mich der Gruppe genähert, um einen Stuhl zu nehmen. Doch im selben Moment ist Daeik meiner Anwesenheit aufgefallen. Da bist du ja endlich wieder. Ja, ich hatte was zu tun. Kann ich dich kurz unter vier Augen sprechen? Ehrlich gesagt, ungerne? Oder, ja, na klar. Oder bist du nicht mit Laeti beschäftigt? Oder Daeik, ich bin gerade beschäftigt. Warst du nicht gerade mit Laeti beschäftigt? Macht euch keine Gedanken um mich. Er ist auf mich zugetreten, um mir etwas ins Ohr zu flüstern. Sie ist auf mich zugetreten, um mir etwas ins Ohr zu flüstern, okay. Ich habe mich zur Vernunft gerufen. Du bist es, an der er von Anfang an interessiert war. Und das kommt mir nur recht. So kann ich an meiner Pause festhalten. Komm, Wuli, lass uns in die Umkleiden gehen. Okay. Ich will das nicht. Was ist los? Nichts Schlimmes, keine Sorge. Irgendwie finde ich, dass du anders geworden bist und ich habe es völlig ernst gemeint, als ich gesagt habe, dass ich dich jetzt noch viel anziehender finde als zuvor. Dick. Und seit wir uns im Strand kennengelernt haben, gehst du mir irgendwie nicht mehr aus dem Kopf. Ja? Naja, ich weiß, dass du nicht besonders auf meine Flirtversuche eingehst. Ganz und gar nicht eigentlich? Ja, das dachte ich mir schon, also... Es bringt wahrscheinlich nichts, sich zu einem kleinen Kuss zu überreden, oder? Hast du sie noch alle? Wie bitte? Als Daeik sich mir näherte, war das Klacken der Türen zur Umkleide zu hören. Scheinbar hast du da was nicht ganz verstanden, Freundchen. Hör auf, die ganze Zeit um Wuli herumzuschwirren, oder ich schwöre dir, du wirst es bereuen. Hey, beruhig dich. Du hast doch gar keine Besitzansprüche zu melden. Zumindest soweit ich weiß. Er sah mich an und sein Gesichtsausdruck veränderte sich plötzlich. Au! Oh, ich verstehe. Auch wenn die Tatsache, in einer Beziehung zu sein, der einzige Grund wäre, ihm eine Abfuhr zu erteilen. Ach so, okay, anders betont. Als wenn die Tatsache, in einer Beziehung zu sein, der einzige Grund wäre, ihm eine Abfuhr zu erteilen. Davon wusste ich gar nichts. Ja, das dachte ich mir schon, dass du nicht gerade der Hellste bist. Und jetzt verschwinde. Okay, okay, Nachricht ist angekommen, ich gehe schon. Er ist einige Schritte auf die Tür zugegangen und hat sich dann doch nochmal umgedreht. Also, Wuli, solltest du jemals deine Meinung ändern, ruf mich an. Oh
Meine Güte, Dake. Castiel ist auf ihn zugetreten, scheinbar entschlossen, sich zu schlagen. Dake hat seine Hände gehoben und das Peace-Zeichen gemacht, bevor er aus der Umkleide ging. Ich habe schüchtern zu Castiel aufgeblickt. Ich weiß zwar, dass ich nichts Falsches getan habe, aber trotzdem fühle ich mich seltsam schuldig daran, in so eine Situation geraten zu sein. Er scheint wirklich wütend zu sein. Castiel, ich versichere dir, da ist nichts zwischen ihm und mir. Er ist nur gekommen, um mir zu sagen... Ich weiß ganz genau, was er wollte. Ich glaube, er fängt an, sich irgendwas einzubilden. Lass es mich dir erklären. Bevor ich überhaupt wusste, was ich sagen wollte, nahm er mein Gesicht in die Hände und presste fast schon mit Gewalt seine Lippen auf die meinen. Das ist doch etwas sehr besitzergreifend. Ich war völlig hin und weg. Damit hätte ich nicht eine Sekunde lang gerechnet. Bist du nicht mehr böse? Doch, auf ihn. Er sollte mir besser nicht nochmal über den Weg laufen. Und wegen dem, was ich dir gestern gesagt habe? Ich glaube, ich verstehe deine Reaktion. Nein, verstehe sie bitte nicht. Bitte. Ich will mich zwar mit dir versöhnen, aber du sollst nicht verstehen, wieso ich so scheiße bin. Auch wenn sie hin und wieder extreme Ausmaße annimmt. Aber ich habe den Eindruck, als hättest du über deine Entscheidung etwas nachgedacht. Ich habe sehr wohl verstanden, dass ich zu weit gegangen bin. Meinetwegen können wir fürs Erste weiter... Nein! Why? Tell me why! Meinetwegen können wir es fürs Erste weiter geheim halten, aber man muss es ja auch nicht übertreiben. Ja. Ich habe mich auf die Zehenspitzen gestellt und mein Gesicht in seinem Nacken vergraben, in der Hoffnung, dass er mir vergibt. Ich spürte, wie er mir den Nacken streichelte. Es kommt nicht gerade häufig vor, dass er so sanft mit jemandem umgeht. Komm, lass uns die Stühle holen gehen. Ich will die Vorführung sehen. Oh, ja, die Vorführung. Wir sollten uns beeilen. Okay, nehmen wir ein paar Stühle. Castiel und ich haben uns jeder ein paar Klappstühle geschnappt. Los geht's in Richtung Keller. Yes, los geht's. Es ist auf jeden Fall sehr cool, dass wir uns jetzt wieder einigermaßen vertragen haben. Du meine Güte. Nina stürzte sich mit einer Blitzgeschwindigkeit Richtung Treppenhaus. Leute, die das Schicksal herausfordern. Bin mal kurz Beinchen stellen und so. Ich weiß nicht, ob ich wissen will, was sie in diesem Zustand versetzt hat. Ich weiß nicht, was Castiel davon meint. Ich habe ein ungutes Gefühl. Also jetzt doch Richtung Treppen? Wir haben die Stühle aufgestellt. Mein Vater hat sich scheinbar nicht vom Fleck bewegt. Er unterhält sich sicher immer noch mit Peggys Eltern. Ich finde ihn heute geselliger als sonst. Ich gehe zurück zu meinem Vater. Ja, ich sollte auch zurück zu meinen Eltern, bevor die noch irgendeinen Unsinn anstellen. Ich habe in ihre Richtung geblickt. Castiels Eltern sind gerade dabei, Herrn Ferresse in Beschlag zu nehmen, der scheinbar nichts anderes will, als die Flucht zu ergreifen. Ich weiß, dass er manchmal etwas anstrengend sein kann, aber trotzdem. Wenn man der Spontanität keinen Raum lässt, wie wollen sie dann... Well, ich glaube, Herr Ferresse hat schon verstanden. Wir sollten uns jetzt besser hinsetzen, bevor die Plätze alle belegt sind. Okay, in Ordnung. Aber ich hoffe doch, dass ich nicht völlig auf taube Ohren gestoßen bin. Castiel seufzte verzweifelt, bevor er sich zu seinen Eltern gesellt hat. Ich habe mich meinem Vater genähert. Ach, Wuli, entschuldige bitte, ich habe die Zeit aus den Augen verloren. Wir haben uns in die dritte Reihe gesetzt, neben Viola und ihren Vater. Also, du scheinst dich heute nicht gerade zu langweilen? Nicht eine Sekunde lang. Ich habe die Zeit genutzt, um mich mit ein paar deiner Mitschüler und Lehrer zu unterhalten. Es ist doch immer sehr interessant, sich über verschiedene Standpunkte und Sichtweisen auszutauschen. Sichtweisen wozu? Zu diesem und jenem. Die ausgestellten Kunstwerke, Erziehung der Kinder, unsere jeweiligen Berufe. Ich bitte um Entschuldigung und um Ihre Aufmerksamkeit. Die Vorstellung beginnt in wenigen Augenblicken. Er hat das Licht im Keller ausgeschaltet. Ich bekam schweißnasse Hände.
In Windeseile kamen Alexi und Laeti hereingestürmt und setzten sich schnell in die letzte Stuhlreihe. Ich habe das Gefühl, es wird alles andere als langweilig. Das wird mit Sicherheit alles andere als langweilig. Ich bin aufgeschreckt. Ich habe sie gar nicht kommen sehen, aber Pia hat sich direkt neben mich gesetzt. Und dann kann sie auch noch Gedanken lesen. Ich glaube, sie wird niemals aufhören, mich zu überraschen. Bist du denn gar nicht nervös? Nein, dazu gibt es doch gar keinen Grund. Ich stehe für unsere Arbeit ein und... Ruhe, bitte! Frau Delaney hat den Projektor eingeschaltet und alle sind leise geworden. Ich wollte gerade sagen, war Frau Delaney vorher schon irgendwo? Aber ja, die war, glaube ich, zu Anfang in der Turnhalle auch zu sehen. Es hat nicht lange gedauert, um zu begreifen, dass Amber selbstverständlich der Star des Videos ist. So hatte sie es schließlich auch angekündigt. Außer, dass sie scheinbar ohne ihr Wissen gefilmt wurde und das an einem Tag, wo sie sich wirklich nicht von ihrer Schokoladenseite zeigte. Quengeleien, Wutausbrüche und vor allem Ego-Trips, nichts ist ihr erspart geblieben. Oh, da habt ihr aber wirklich kurz einen Prozess gemacht. Es passt doch aber gut zu unserem Thema Hochmut, oder etwa nicht? Oh, da hast du nicht ganz unrecht. Der Film zeigte eine Szene nach der anderen und scheinbar wurden auch andere Schüler heimlich gefilmt. Insbesondere Kentin in seiner Jacke aus Geldscheinen. Und scheinbar gefällt es ihm nicht sonderlich. Naja gut, aber wir hatten ja eben schon die Diskussion mit vorher Fragen und so, ne? Amber ist quasi die ganze Zeit mucksmäuschen still geblieben. Ich habe ihr lediglich angesehen, wie sie ein- oder zweimal ihrer Mutter etwas ins Ohr geflüstert hat. Der Film hat sein Ende erreicht und einige Sekunden sahen wie Geflimmer auf dem Bildschirm. Jemand fing an, ganz langsam zu klatschen. Dann immer schneller. Es ist Amber. Was denkt sie sich bloß? Einige haben sich dem Klatschen angeschlossen, doch der Applaus blieb eher zögerlich. Ich war ziemlich verblüfft. Das wird Stress geben, da bin ich mir sicher. Amber und ihre Mutter werden das auf keinen Fall so durchgehen lassen. Aber dann... Oh, ich bin ja so stolz auf dich. Es ist die perfekte Darstellung des Hochmuts. Du hast das Zeug zu einer großen Schauspielerin. Es ist eine viel größere Herausforderung, als einfach irgendwen darzustellen. Träum ich oder denkt sie das gerade wirklich? Oh, es war alles improvisiert, von Anfang bis Ende. Naja, was auch sonst. Dieses Mädchen ist echt ein Phänomen. Du bist nicht sauer auf sie? Sie erzählt doch gerade wieder Lügenmärchen. Oh, ich würde eher sagen, sie verdreht die Wahrheit, um nicht ihr Gesicht zu verlieren. Außerdem finde ich es lustig, wie sie es schafft, die Dinge zu ihren Gunsten zu wenden. Solange es niemandem Schaden zufügt. Wenn ich nicht wüsste, was schon zwischen euch vorgefallen ist, würde ich meinen, dass ihr euch gut verstehen würdet. Ich hasse sie nicht. Aber von gut verstehen wäre auf keinen Fall die Rede. Überraschendes Video. So kann man es auch sagen. Papa, das ist Pia. Sie war im Video-Workshop. Ist mir eine Freude. Ganz meinerseits. Also, was halten Sie von unserem Kurzfilm? Um ehrlich zu sein, ich fand ihn etwas verstörend, aber nichtsdestotrotz trifft es das Thema der Todsünden sehr gut. Ich frage mich, was euer Kunstexperte dazu sagt. Patrick, so heißt er doch. Ja, wo ist er eigentlich? Ich glaube, er war während der Vorführung nicht mal anwesend. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Der Tag der Kunst neigt sich seinem Ende zu. Wir bitten daher alle Gäste und Schüler, sich auf dem Hof zu begeben, wo Herr Seven sein Urteil abgibt. Mein Vater hat mich wohlwollend angelächelt. Wie auch immer das Ergebnis lauten wird, ich bin stolz auf meine auf meine Arbeit, weil ich dich produziert habe. Nein. Ich bin stolz auf deine Arbeit, mein Schatz. Dankeschön. Wir haben einen komplizenhaften Blick ausgetauscht. Seit heute Morgen geht es mir schon viel besser. Ich habe es geschafft, meine Beziehung zu meinem Vater zu verbessern und mich mit Castiel zu versöhnen. Heute Nacht kann ich wieder beruhigt schlafen. Hey du! Lady, scheinbar entwischst du mir heute ständig. Deine Freunde sind wirklich alle so lieb. Es muss echt toll sein, hier zur Schule zu gehen. Ich habe gerade mit Castiel gequatscht und... Gequatscht? Mit Castiel. Ja, Castiel, der hübsche Rocker mit den roten Haaren. Ich weiß schon, wer das ist. Danke. Ich war wohl etwas bissig, aber ich konnte einfach nicht anders, als ich mir vorstellte, wie Castiel mit einer quasi Fremden Spaß macht. Ups, ich glaube, ich habe Laeti einen Dämpfer verpasst. Mein Vater sieht mich verdächtig an. Entschuldigen Sie bitte, Wuli. Ja?
Ferresse scheint immer noch sehr gestresst zu sein. Ich bräuchte ihre Hilfe, wenn es ihnen nichts ausmacht. Was ist denn los? Die Verkündung der Gewinner sollte gleich beginnen. Allerdings finden wir Herrn Seven nirgends. Soll ich jetzt ernsthaft wieder... Würde es Ihnen etwas ausmachen, ihn zu suchen, während Frau Delaney und ich uns um die Gäste und den Rest der Organisation kümmern? Ja klar, kein Problem. Oder warum denn immer ich? Oder ich bin gerade mit meinem Vater und meiner Freundin beschäftigt. Ja, ich denke, ich glaube, ich werde ihm helfen. Ich kann mit dir kommen, wenn du möchtest. Zu zweit ist es viel lustiger. In Ordnung. Laetis wegen meiner bissigen Antwort gerade nicht nachtragend. Sie verschenkt zwar leicht ihr Herz, aber sie hat einen netten Charakter. Deshalb verstehen wir uns so gut. Bis später, Papa. Bis gleich. Danke für Ihre Hilfe. Ja. Du hast dich also so gut mit Alexi verstanden, wie es aussah. Ja, das ist wirklich ein netter Kerl. Schade, dass er nicht auf Mädchen steht. Jetzt verstehe ich eure Freundschaft allerdings besser. Das vereinfacht die Dinge ganz sicher, dass man bei ihm keine Chance hat. Ja, das kann man so auch sagen. Oder habt ihr über Kentin geredet? Worüber habt ihr geredet? Oder habt ihr über mich geredet? Habt ihr über mich geredet? Ja, ein bisschen. Er hat dich sehr gern, so viel steht fest. Es ist so schön, mit ihm zu sprechen, dass ich ihm alle meine Probleme hätte erzählen können. Ja, stimmt. Ich habe selten jemanden gekannt, der so schnell mit anderen Leuten warm wird. Er war sehr lieb. Er hat gesagt, dass ich noch auf der Suche nach mir selbst bin und dass alles gut werden wird. Das bestärkt mich in meiner Idee mit der Pause. Ich sollte drüber nachdenken, was ich wirklich will. Wahnsinn, du verbringst nur einige Stunden hier und bist ein ganz anderer Mensch. Ganz anderer Mensch? Na, ich weiß ja nicht. Vielleicht verändert schon, ja. Und was mit dir? Was soll mit mir sein? Ich war zunächst nicht sicher, aber du hast dich auch etwas verändert. Liegt am hübschen Rocker, oder? Nein? Was willst du damit sagen? Ich habe mich dazu gezwungen, nichts durchscheinen zu lassen. Meine Reaktion vorhin hat sicherlich nicht geholfen. Ach komm schon, ich sehe doch, dass da was zwischen euch ist. Du scheinst ihn auf jeden Fall lieber zu mögen als Dake. ja, vielleicht. Du schiebst einen Film, Laeti, ehrlich. Oder... Okay, du hast gewonnen, da ist wirklich was zwischen uns. Du hast gewonnen. Ich wusste es. Das ist der Wahnsinn. Ich habe sie angelächelt. Wenn sie sich so verhält, erinnert sie mich an Rosa. Und ich muss schon sagen, dass es mir gut tut. Rosa fehlt mir heute schon ein bisschen. Wenn du es allerdings für dich behalten könntest, bisher weiß noch niemand davon und ich hätte gern, dass es vorerst auch so bleibt. Ich bin also die Erste, die davon erfährt? Ich habe es bisher nur Alexi und Rosalia, einer sehr guten Freundin, erzählt. Rosalia? Ich kenne noch gar keine Rosalia. Ja, total schade. Sie ist heute leider nicht da. Naja, los, wir sollten Patrick suchen gehen. Lasst uns Patrick suchen. Amber und Carla sind gerade am Tuscheln. Sind das Freundinnen von dir? Nee, nicht wirklich. Lass mich raten, das sind die Zicken der Schule. Davon gibt's immer mindestens 2 oder 3. Ja, das ist ein Teil von denen. Ich sollte mich mit ihnen unterhalten. Wäre bestimmt witzig. Es ist keine so gute Idee. Außerdem haben wir Wichtigeres zu tun. Wohl wahr. Ach, Pia, du hast nicht zufällig Patrick gesehen? Nein, ich habe ihn schon länger nicht gesehen. Sie schaut Laeti neugierig an. Laeti, das ist Pia, eine Klassenkameradin. Pia, das ist Laeti, sie geht auf meine alte Schule. Hi! Schön, dich kennenzulernen. Hübsche Haare. Pia und die Haare. Hauptsache, sie hat gerade keine Schere in den Händen. Ach, danke, dazu bekomme ich häufig Kommentare. Wie lange kennt ihr euch schon? Oh, Entschuldigung, Pia, aber wir müssen Patrick suchen. Wir haben keine Zeit. Oh, entschuldige.
Vielleicht sehen wir uns ein anderes Mal, Laeti. Ja, bis dann. Ja, bis dann. Nina ist mit ihrer Blitzgeschwindigkeit wieder verschwunden. Was war das denn? Eine Horde Probleme. Glaub mir, da möchtest du dich lieber raushalten. Die wirkt ja seltsam. Ja, das könnte man so sagen. Ja, wo ist er denn? Wo steckt denn Patrick? Relax. Ich verstehe nicht, warum du jedes Mal wegen ihm so ausflippst. Er ist doch jemand Wichtiges. Ich würde mich schuldig fühlen, wenn irgendetwas nicht so läuft, wie er es mich wünscht. Du machst dir eindeutig zu viele Gedanken, wenn du meine Meinung dazu hören willst. Was ist das denn für ein lustiges Männchen, das sich da mit unserem Sunnyboy unterhält? Das ist Boris, unser Sportlehrer. Und warum hält er eine Hose in der Hand? Das weiß niemand so genau, aber es gibt Gerüchte, dass er sie ausschließlich zu Vollmond pflücken geht. Ach du Kacke. Bist du sicher, dass er noch alle Tassen im Schrank hat? Naja, zähl erstmal deine nach. Ich mach nur Spaß, Leti. Hör auf, ich habe immer noch Gänsehaut und zwar nicht im guten Sinne. Mhm. Where could he be? Patrick. Ist irgendwie witzig, dass er Patrick heißt. Ich weiß ja nicht, wo sich dein Lehrer versteckt, aber ich muss mal auf die Toilette. Meine Blase explodiert sonst. Danke für die Details. Ich habe ihr die Richtung zu den Toiletten gewiesen und beschlossen, auf sie zu warten. Dann hörte ich plötzlich Schritte hinter mir. Oh oh. Es sind Castiels Eltern. Und sie kommen geradewegs auf mich zu. Guck, Schatz, ich hab dir doch gesagt, dass sie es ist. Ich? Ich kenn dich doch. Du bist die Freundin von Cassie. Hat er es ihnen gesagt? Sie kennen ja unseren Sohn. Er ist nicht wirklich der Typ dazu, über solche Dinge zu sprechen, aber es gab eindeutige Anzeichen. Okay. Ja, es stimmt, wir verstehen uns gut. Oder... was denn für Anzeichen? Oder freut mich jedenfalls, dass sie sich an mich erinnern. Ja, wir verstehen uns gut. Und ich bin wirklich erfreut darüber. Ist nicht gerade einfach. Er ist nicht gerade einfach und ich wette, er ist auch nicht unbedingt der beliebteste an der Schule. Niemand legt sich gerne mit ihm an. Genau wie mit seiner Mutter. Also eigentlich wollten wir sie nur fragen, ob sie unseren Sohn gesehen haben. Er ist nicht auf dem Schulhof. Nein, entschuldigen Sie, aber ich weiß auch nicht, wo er stecken könnte. Schade. Dann vielleicht bis später, Wuli. Sie erinnern sich sogar an meinen Namen. Ich habe sie davongehen sehen und bin perplex zurückgeblieben. Da bin ich wieder. Alles okay? Du bist so komisch. Wir haben einfach Patrick noch nicht gefunden. Die anderen werden bestimmt langsam ungeduldig. Dann sollten wir lieber weitersuchen. Ja, bitte. Er hat seinen Eltern gesagt und unsere Eltern wissen nicht Bescheid. Oh mein Gott. Die Tür zum Lehrerzimmer steht offen. Guck, ist das nicht Cedric da drin? Patrick. Hab ich doch gesagt, oder? Ich bin begeistert, dass Sie zusagen. Sweet Amoris braucht moderne Denker wie Sie, damit wir uns in die richtige Richtung entwickeln können. Ich habe schon länger darüber nachgedacht, eine Weile im Ausland zu arbeiten und Ihr Angebot kommt genau zum richtigen Augenblick. Sie bleiben also an der Sweet Amoris Schule, Patrick? Oh, Entschuldigung. Ich konnte nicht anders, als Ihre Unterhaltung mit anzuhören. Ich wollte Sie eigentlich für die Verkündung der Gewinner holen. Oh ja, die Verkündung. Gehen Sie schon mal, Herr Seven. Ich komme gleich nach. Gut. Danke, dass ihr gekommen seid, um mich abzuholen. Kein Problem. Werden Sie unser neuer Kunstlehrer? Oder überhaupt unser Kunstlehrer? Weil wir haben ja offenbar vorher schon noch keinen Kunst gehabt. Oder warum wollen Sie bloß hier bleiben, wenn Sie auch in Australien arbeiten können? Oder freut mich, dass Sie hier bleiben? Warum hier bleiben, wenn Sie auch in Australien arbeiten können? Australien ist für euch bestimmt das exotischste Land, das ihr euch vorstellen könnt. Aber jetzt ist es Sweet Amoris für mich, versteht ihr? Das kann ich zwar nicht ganz nachvollziehen, aber okay, warum nicht?
Ah, da sind sie ja. Herr Selvin, alle haben nach ihnen gesucht. Ich komme. Okay, dann Verkündung. Ich habe selten unseren Schulhof so überfüllt gesehen. Ich finde nirgends meinen Vater. Mann, ist hier was los? Man könnte denken, wir wären bei den Oscars. Übertreib mal nicht. Aber ich wäre schon stolz, wenn Patrick unsere Arbeit besonders würdigen würde. Vielen Dank, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Ich beglückwünsche bereits diejenigen Schüler, die an unserem Tag der Kunst mitgewirkt haben. Ihr wart alle sehr kreativ und einige von euch so besonders magemütig, indem sie das Risiko eingegangen sind, nicht alle mit ihrem Kunstwerk zu gefallen. Es war alles andere als einfach, zu einer Entscheidung zu gelangen, aber letztendlich hat ein Kunstwerk besonders hervorgestochen. Ich habe die Daumen gedrückt. Es ist das Werk des Malerei-Workshops zum Thema Zorn, gemalt von Viola, Vuli, Iris und Castiel. Ich glaub's nicht, wir haben gewonnen! Super, dank dir hat deine Gruppe die Trophäe für den Tag der Kunst gewonnen. Du findest sie in deinem Inventar. Du kannst sie auch als Deko für deine Kommode nutzen. Oh, herzlichen Glückwunsch! Viola sah mich aus der Menge heraus an. Ich habe sie selten so strahlend gesehen. Und ihr Vater sieht dermaßen stolz auf sie aus. Ich habe durch die Menge gesehen, um meinen zu finden. Dieses Werk wird also in der Schulbibliothek aufbewahrt, wo ihr es. Ach, da vorne winkt mein Vater mir zu. Ich bin einige Schritte auf ihn zugegangen. Im selben Moment habe ich vernommen, wie sich hinter mir gestritten wurde. Es sind Lysander und Nina, die etwas abseits stehen. Du bist zu weit gegangen. Es handelt sich schließlich um meinen Vater. Aber ich wollte doch nur... Du bist mir heimlich bis ins Krankenhaus gefolgt. Du bist doch komplett verrückt. Ins Krankenhaus? Das ist es also. Lysanders Vater muss sich verletzt haben oder schwer krank sein. Ich will dich nicht mehr sehen. Bitte sag doch sowas nicht. Ich wollte nur herausfinden, ob es etwas gibt, womit ich dir helfen kann. Und ich möchte diese Unterhaltung nun beenden. Lysander! Sie schluchzt. In so einem Moment wirkt sie wirklich wie ein kleines Mädchen. Auch wenn sie echt nervig sein kann, tut sie mir leid. Ich glaube, ich sollte mich besser nicht einmischen, aber dieser Streit ist wirklich ungewöhnlich. Ich habe weder Lysander noch Nina jemals in so einem Zustand gesehen. Ich sollte besser zurück zu meinem Vater gehen oder ich sollte dazwischen gehen. Ich gehe dazwischen. Ich bin unsicher auf sie zugegangen. Nina hielt Lysander fest am Arm und Tränen liefen ihr übers Gesicht. Lass mich los! Er hat sich unvermittelt von ihrem Griff befreit. Nina ist bestürzt einige Schritte zurückgetreten. Dann drehte sie sich plötzlich um und rannte Richtung Schultor. Von einem Augenblick zum anderen wechselte Lysanders Gesichtsausdruck von rasender Wut zu nagenden Gewissensbissen. Er machte sich auf, ihr zu folgen. Du meine Güte! Vuli? Ich komme sofort zurück, Papa! Ohne weiter darüber nachzugrübeln, folgte ich Lysander auf dem Fuße. In Windeseile verließ ich das Schulgelände. Nina rannte Richtung Park davon. Verblüfft beobachtete Frau Delaney die ganze Szene. Was soll sie bloß außerhalb der Schule tun können? Lysander folgte mit schnellen Schritten, um Nina einzuholen. Plötzlich hörte ich Motorengeräusche und mein Blut gefror mir in den Adern. Lysander sieht das Auto nicht, das von links kommt. Lysander! Ich habe aus Leibeskräften geschrien. Aber es war schon zu spät. Das Auto hat noch mit quietschenden Reifen gebremst, doch es war bereits zu nah dran. Nur Augenblicke später lag Lysander völlig regungslos am Boden. Ich hörte einen Aufschrei hinter mir. Doch ich konnte mich nicht umdrehen. Derart geschockt war ich über die Szene, die sich meinen Augen bot. Das darf nicht wirklich passiert sein. Lysander! Wie in einem Albtraum sah ich, wie Frau Delaney mit zitternden Händen ihr Handy ans Ohr nahm und den Notruf wählte. Ich habe euch alle rennen sehen. Ich habe zu ihm hochgesehen. Er wirkt ganz abwesend, so als ob er das Ausmaß der Tragödie noch nicht recht erfasst hätte. Ich bin so schockiert, dass mir kein einziges Wort über die Lippen kommt. Mir wird ganz schwindelig davon, Lysander so am Boden liegen zu sehen. Castiel ist einige Schritte auf seinen Freund zugegangen. Castiel, nicht... Dieses Bild ist so schrecklich. Es ist wirklich schrecklich. Ich habe mich förmlich gegen ihn gestemmt, um ihn zu schützen.
und er hat sich nicht weiter gewehrt. Passanten versammelten sich am Straßenrand. Die Sirenen des Krankenwagens waren schon von weitem zu hören. Lysander. Tja, wir können letztendlich nur hoffen, dass Lysander nichts weiter Schlimmes passiert ist. Dass es ihm schnell besser gehen wird. Tja, was soll man dazu sagen? Die Spielperformance war sehr gut. Das Outfit ist eher so mäh. Die Illustration ist okay, aber nicht meine liebste. Die Story ist auch eigentlich ziemlich in Ordnung. Aber die Momente mit meinem Schwarm waren ein bisschen rar gesät, würde ich jetzt mal behaupten. Ich meine, dieser eine fast schon gewalttätige Kuss, schön und gut, okay. Aber generell hat man sich ja nicht wirklich viel mit ihm unterhalten, deswegen nur 4 von 5 Sternen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Episode bewerten würdet. Viele hatten geschrieben, dass sie sich auf Episode 30 sehr freuen. Vielleicht liegt es dran, dass man sich wieder mit Castiel versöhnt hat oder so, keine Ahnung. Aber ja, wir werden uns dann beim nächsten Mal wieder hören, wenn wir in Episode 31 starten, den Ausnahmezustand, weil Lysander jetzt im Krankenhaus liegt. Okay, ich hoffe, dass ihr euren Tag etwas schöner anfangt oder beenden werdet, als es in dieser Episode der Fall war. Aber hoffen wir mal, dass alles gut geworden ist. Bleiben wir positiv. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Ananäschen. Ciao, ciao. Ach, da habe ich doch ganz vergessen, euch zu sagen, wie viel AP ich jetzt noch habe. Also wir sind mit 5600 gestartet und haben jetzt noch 4100. Das heißt, die Episode hat uns ungefähr 1500 AP gekostet.